Hier hat das Ganze genau. Juhu! Und was machen wir eigentlich heute, Jim? Warum fragst du mich? Ich bin doch heute nicht dein Partner. Egal, aber du bist hinter der Kamera. Leute, wir machen heute die Challenge McDonald's vs. KFC und haben dazu den lieben Kyle hier. Hey, was geht? Eine ähnliche Challenge haben wir auch auf seinem Kanal gemacht, oder? Ja, haben wir, ne? Ja, stimmt. Ja. Haben wir das? Ja, doch, dieses kleine, genau, haben wir wirklich gemacht. Nicht spoilern. Okay, Leute, mein Bruder hat sehr viele Sachen, glaube ich, von Mc's und von KFC ausgesucht. Wir wissen natürlich nicht, was jetzt hier drunter ist. Magst du Mc's mehr oder KFC? Eigentlich Mc's, aber manche Produkte sind jedoch bei KFC geiler, zum Beispiel halt Wings. Und der ist ja. Ja, aber eins kann ich euch schon mal sagen, Chicken Wings hatten die nicht bei Mc's, deswegen habe ich auch keine bei KFC geholt. Wie? Keine Chicken Wings? Ja. Ach, ey, ja, dann hat Mc's doch safe gewonnen. Nein, wissen wir nicht. Nicht mehr, okay. Bin gespannt. Hast du schon Produkte hier drunter gelegt? Genau, da liegt was drunter. Ihr könnt halt auch immer mischen, müsst ihr wissen. Oder ihr könnt das direkt aus dem Eimer reinbeißen, reicht. Bleib bei dem. Aber kleine Regeländerung, wir haben ja sonst mal gemacht, wir müssen das aufessen. Ich würde sagen, einmal reinbeißen und danach einfach so ein Urteil dazu abgeben. Das reicht, würde ich sagen. Okay. Ach so, haben wir so viel? Ja, deswegen. Okay. Okay, drei. Oder willst du tauschen? Nein. Okay, nein, drei, nicht. Zwei, eins, go! Oh, nee. Chicken Burger! Der Chipsy war wirklich deins, aber ich glaube, der hier schmeckt auch fresh. Okay, Chicken Burger kennt jeder bei Mc's. Der ist wild. Ich glaube, der ist wirklich wild, aber da ist einfach gar nichts. Das ist einfach nur halb belegt, ja. Ja, guck mal, hier, das ist halt, da ist jetzt zwar dieser Mini-Bereich, den juckt aber nicht. Aber guck mal, bei mir, da ist einfach gefühlt gar nichts drauf. Die Hälfte ist einfach nicht belegt. Hier ist halt das Chicken so groß wie der Burger, aber hier ist jetzt auch nicht viel drauf, ne? Also, ja, okay, aber so viel mehr ist jetzt auch nicht. Okay, komm. Ich beiß rein, so. 3, 2, 1. Bruder, was soll ich sagen? Das ist halt ein Chicken Burger. Ich beiß, glaube ich, noch mal rein. Damit du den Geschmack besser weißt, ne? Mhm. Ja, klar. Schmeckt? Boah, also ich würde echt gerne noch weiter essen, aber wir haben noch viele Sachen vor uns. Ich esse lieber auch nicht mehr weiter. Das schmeckt irgendwie komisch. Wonach denn? Also das Fleisch schmeckt halt nach... Ey, das Chicken. Brot sieht fast genauso aus, sehe ich gerade. Ist das Boah, ne? Die haben das gleiche Brot. Die haben unten auch beide diesen weißen Punkt, ne? Ja, die haben das gleiche Brot einfach. Ja. Ich meine, das ist selten das gleiche Brot, oder? Ja. Hello, let's up. Toll. Bei Mc, das ist ja mein KFC auch so, dass nichts abläuft. Bruder, was spürt er? Egal. Wir sagen, gib mir beide wieder eure Produkte her. Wir kommen zur nächsten Runde. So, nächste Runde würde ich sagen. Was haben wir diesmal? Ja, müsst ihr aufmachen, ne? Mal gucken. Okay, willst du wieder nicht tauschen? Ich will wieder nicht tauschen. Okay. Ich habe irgendwie ein gutes Gefühl. Okay, 3, 2, 1, go! McDonald's wieder. Ich habe McDonald's abgelenkt bei Rio die ganze Zeit. Hey, ich wusste gar nicht, dass ein Cheese. Achso, es ist ein Cheese Chicken Burger. Ja, der sieht ja komplett ekelhaft. Die haben keinen Burger mit Rindfleisch, sag ich mal. Die haben ja deswegen. Also, ich glaube, gerade lecker sieht der jetzt nicht aber, aus. Aber ey, das sieht mehr aus, als. Das sieht voller aus als bei mir. Meins ist halt sehr, sehr flach so. Von daher. Also, dir scheint der Burger zu schmecken, so wie du dazu. Hä? Nicht mal das Chicken. Nein, das schmeckt voll komisch. Warum hast du dann noch einen großen Biss genommen? Weil hier nirgends so Fleisch war und hier war so richtig großer Fleischstück, deswegen. Aber. Warte, ich esse jetzt kurz. Schmeckt zwar, aber die bei Mc's wird jetzt mehr bocken. Probiert mal beide nur das Fleisch. Ich glaube, davon kriegt ihr einen besseren Geschmack dann einfach. Schmeckt nicht, Jan? Schmeckt komisch. Als ob. Hä, was soll denn da noch komisch schmecken? Das ich kann mir das gar nicht vorstellen. Ich finde, das schmeckt nicht so. Das schmeckt halt nicht so wie bei Mc's. Das Mc ist schon ein hoher Standard bei dir geworden. Aber das ist halt was anderes. Das ist halt Rind und das ist Chicken. Magst du kein Chicken? Doch, aber das schmeckt nicht nach Chicken. Das schmeckt. Ach, keine Ahnung, wie ich das beschreiben soll. Wisst ihr, gibt einfach her. Reicht mit den Burgern. Wir kommen jetzt zum Rest einfach. Okay, ich kann es jetzt schon sehen, es ist ein Getränk. Ja, ich sehe bei dir schon McDonald's, deswegen. Ich habe jetzt erstmal KFC, das war klar, aber Cola oder Cola Zero? Cola Zero natürlich. Okay. Ich finde, es schmeckt besser, also es hat bald für mich entschieden. Wir haben jetzt keine Strohhalme leider bekommen, glaube ich. Aber KFC benutzt der Pepsi anscheinend und McDonald's hat Coca-Cola. Ich finde die Pepsi von KFC nicht lecker. Nee. Das schmeckt wie Wasser mit bisschen Süßungsmittel drin. Ich finde die Cola Zero von McDonald's auf jeden Fall viel besser. Ja, viel besser. Also ich weiß jetzt,
Ich hab den zwar manchmal probiert, aber ich habe jetzt nicht genau den Geschmack von dem. Aber ich glaube, die finde, schmecken ein bisschen ähnlich. Nee, das schmeckt so, als ob die da einen Sirup reingemacht haben. Ja, ich glaube, der schmeckt ein bisschen nicht so geschmackswert. Ja. Das ist beides künstlich. Beides schmeckt künstlich. Wir machen das so, legt die Getränke beiseite. Ihr könnt ja gleich ganze Zeit noch weiter trinken. Ich gebe euch dann direkt schon euer nächstes Produkt, weil wir haben noch 3-4 Runden vor uns, deswegen. Go! Oha, wie schwer. Ja. Jedes Mal, was ist das? Okay. Du willst wieder nicht tauschen, oder? Willst du tauschen? Wir können auch einmal tauschen, wenn du willst. Nein, eigentlich nicht. Okay. 3, 2, 1, go! Ach so, es ist ein Rap. Ich habe gerade gar nicht gecheckt, was das ist. Ich bin euch ehrlich, Leute. Ich war den McRap richtig, weil damals... Früher, da gab es einfach 2 Euro und ich bin mit meinem Kollegen immer da hingegangen und habe immer einen McRap früher geholt, das weiß ich noch. Okay. Ich bin gespannt, wie der schmeckt. Ich habe den noch nie probiert von KFC. Also der von Max ist unnormal, ich weiß nicht... Aber der von KFC sieht wirklich komisch aus, ne? Ich mach den mal durch die Mitte auf, Leute, und zeig mal, was da drin ist, weil irgendwie... Ich weiß nicht, was das sein soll. Meiner schmeckt auch richtig wild. Soll ich mal meinen von innen zeigen? Kannst du gerne machen. Boah, du hast schon die Hälfte aufgegessen in der Zeit. Ich war ja dann auch richtig krass, ich würde den glaube ich sogar aufessen. Ja, gegen den McRap kann man gar nichts sagen. Also ich glaube, der sieht doch optisch viel geil aus als deiner. Aber ich mein's ernst, ich fand den auch sehr gut. Ja? Ich würde den jetzt auch aufessen, aber ich weiß, dass noch so viel kommt, deswegen esse ich den jetzt nicht auf. Aber ey, ganz ehrlich, voll lecker. Wir machen so, das letzte Produkt, was kommt, wird aufgegessen. Warum? Das ist das letzte Produkt. Warum? Weil ich das will. Ich mach doch die Regeln. Deswegen, guck, ob du wirklich jetzt das ganze Produkt auf isst, Can, oder nicht. Okay, willst du tauschen? Ich will. Meins war so schwer. Ich bin mir sicher. Das ist aber auch etwas schwerer. Meins ist halt die schwerste Runde. Ich will das am größten Burger oder sowas safe, oder? Ich weiß nicht. Ja, sollen wir dann tauschen? Weil einmal können wir ja. Okay, meins wird mehr. Ich geb dir das. Okay. Komm, erst mal tauschen. Oh, ich hoffe, ich habe nicht falsch. Ja, das ist voll schwer, ne? Okay, komm, lass reingucken. 3, 2, 1, go! What? Okay, shit. Ich hätte nicht tauschen sollen, oder? Ich hätte uns einen Dip beigelegt, aber bei KFC wird nicht am Dip gesagt. Sind das Filet-Bites? Die sind ja voll sexy aus, ich bin ehrlich. Ja, Filet-Bites sind stabil, aber ich mag diese Panade draußen nicht. Wie? Ja, was ist das Geilste dran? Ich weiß nicht, Jungs. Ich bin nicht so der Fan davon. Und ich erstmal trotzdem. Filet-Bites sind sehr, sehr wild, aber Nuggets von McDonald's sind auch krass. Ich könnte mich jetzt nicht entscheiden, muss ich ehrlich sagen. Jan, wie schmeckt's dir? Wildheit, aber ich glaube, durch Max schon, die schmecken schon etwas älter. Die von Mc's? Ich muss ehrlicherweise sagen, ich muss bei KFC ziemlich lange warten. Deswegen sind die Sachen bei Mc's so fast eine halbe Stunde älter. Aber optisch sehen deine viel geiler aus. Jan, willst du lieber die Filet-Bites jetzt haben oder doch? Bist du froh, dass du Mc's bekommen hast? Ich weiß gar nicht mehr, wie die schmecken. Kann ich eins nehmen? Oder? Nimm dir eins, oder? Darf ja? Egal, nein. Eigentlich nicht. Ich habe voll vergessen, die schmecken. Die schmecken richtig gut. Aber ich glaube, die Nuggets schmecken besser, oder? Die Nuggets sind gut, aber Filet-Bites sind, glaube ich, krasser. Merkt euch was, ne? Wir haben noch 2 Runden vor uns und die allerletzte Runde müsst ihr komplett aufessen. Okay. Boah. So, ich erinnere euch daran, dass die vorletzte Runde, die nächste Runde, muss komplett aufgegessen werden. Boah, ich bin jetzt schon gut. Ja, ich bin auch gut satt eigentlich. Ich bin gespannt. Okay, willst du tauschen? Warum kommst du eigentlich immer mit diesem Tauschen? Ja, willst du tauschen? Mir ist egal. Mir ist auch egal. Dann lass tauschen, komm. Okay, komm. Dann tauschen wir, komm. Okay, 3, 2, 1, go! Das ist, glaube ich, das leckerste Produkt. Ja? Hey, was ist das? Shrimps? Shrimps? Nee, kein Shrimps. Was ist das? Oh, Chicken. Chicken. Da beißt direkt rein. Ich hab das noch nie gesehen. Aber ich weiß jetzt schon, dass mir das außen nicht schmecken wird, deswegen mache ich das mal ab. Aber es geht voll einfach ab. Nein, schmeckt voll geil. Boah, die Leute werden kommentieren, warum macht er das außen ab, Leute? Ich glaube, das sind gefühlt Filet-Bites nur in größer, oder nicht? Meinst du? Wie schmeckt's denn? Schmeckt's lecker? Also das hier schmeckt gar nicht irgendwie. Schmeckt gar nicht? Mm-mm. Ich glaube, das ist auch mit der Panade. Das ist am Abstand das teuerste Produkt da, ne? Probier mal. Nee. Dann schmeckt es, glaube ich, ne? Willst du eins, Nabi? Nee, danke schön. So geil, ich auch eins geben. Nein, er darf die Panade nicht essen. So, bevor ihr die letzten Produkte jetzt zu euch zieht, könnt ihr gleich wieder wechseln oder nicht. Ihr müsst es aufessen, ich sag's euch noch. Okay. Deswegen. Aber warum müssen wir nur die letzte Runde aufessen? Weil ich es so will. Drei. Oh nein, ich muss gerade einen Schutz dran. Warte mal.
Warum liegt da Besteck? Ja, könnt ihr euch. Oh nein. Ich weiß jetzt schon was. Burger oder was? Nein, das ist doch kein Burger. Burger mit Besteck. Es wird so safe Salat sein. 3, 2, 1. Ich wusste es. Ja, könnt euch. Hey, warte mal. Warum hast du Fleisch? Ist in deinem gar kein Fleisch? Also bei mir? Ich hab einfach kein Fleisch. Ja, du kannst ruhig nicht von mir aus, obwohl nee, ich darf ihm das nicht abgeben, ne? Eigentlich nicht, aber es die letzte Runde ist. Komm, soll ich dir ein bisschen was. Nein, ist jetzt nicht okay. Ja, aber oha, wie viel Soße ist hier drin? Also mein Salat schmeckt gut. Ja? Die sieht auch viel, viel leckerer aus, ne? Ja, meiner sieht einfach nur so, als ob die das bei mir ist so aufgerotzt hätten. Bei mir ist so Käse mit drin, ne? Käse, Fleisch, alles Mögliche bei dir, weil John ist halt nur Grünzeug. Ach, ich hab auf einmal Bauchschmerzen bekommen, hä? Weil du Salat gegessen hast. Nein, ich schwöre auf einmal. Weil du Salat gegessen hast? Nein. Eigentlich bockt der aber. Leute, ich verstehe nicht, warum Mc's einen Salat macht. Ein Salat ist ja was Gesundes, aber dann paniertes Hähnchen reinpackt. Das macht nicht keinen Sinn. So, wir nähern uns dem Ende. Boah, ich bin so voll, ich kotze gleich, wirklich. Ich hätte niemals gedacht, dass ein Salat so voll macht. Ja. Kannst du sagen, wie viel du noch drin hast? Ist ja auch nicht mehr viel, komm, ich schaff das beide. Halt, der schmeckt zwar gut, aber glaube ich halt auch nur wegen der Soße, weil halt gar kein Fleisch. Mir war einfach keine Soße dabei. Gar keine. So, die letzten Bisse. Da sind wir am Ende. Genau, Can, genau. Komm, so ganz aufessen müsst ihr jetzt auch nicht hier. Diese ein, zwei Bisse könnt ihr ruhig drin lassen. Boah, Can. Du willst richtig wissen. Also ich platze gleich wirklich und der Salat war gar nicht nice. Also der war einfach, also doch, er war gut, aber es ist einfach nur ein Maximum voll jetzt. Also ich könnte noch 10 Burger Spaß, aber ich könnte noch, glaube ich, ein bisschen essen, wenn ich müsste, aber ich bin auch satt. Leute, das war's auf jeden Fall mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da, aktiviert die Glocke. Checkt auch Kai seinen Kanal ab, dort haben wir auch ein ähnliches Video gedreht. Und dann würde ich schon sagen, bis zum nächsten Mal und... Ach so, ciao Leute, bis zum nächsten Mal.